Willkommen zurück, meine lieben Drachenge, zu einem weiteren Part von Dragon Age Awakening. Ja, wie es so aussieht, bewegen wir uns so langsam, aber sicher in Richtung, ja, das können wir vergessen, in Richtung Ende. Morgen zu mir nehmen, was werden wir, glaube ich, eh nicht mehr hinbekommen. Die 10 Punkte oder wie viel das noch waren, oder 15, keine Ahnung, glaube ich, waren sogar. Die werden wir, glaube ich, nicht mehr bei Orgwen bekommen. Wie es mit Sikron aussieht, weiß ich nicht. Spur der Liebe, das lassen wir auch. Ansonsten, das ist jetzt das mit den Templern, aber ich will keine Magier töten. Das finde ich halt Quatsch. Die Quest lassen wir auch sein. Dann gehen uns zwar 20 Gold und ein bisschen Loot, den wir verkaufen können, weil wir besseres Zeug haben, aber ist egal. Weil diese Schuhe, die ich jetzt eigentlich bei diesem einen Händler hier vorne kaufen wollte, bei ihm hier, die sind, haben ja Kälteresistenz und die Gegner hier haben meistens eher Feuer oder Blitz. Na, ist das, was unsere Velana schon hat an den Füßen? Feuerresistenz, da ist das schon viel besser. Sie hat ja jetzt die Ofenhandschuhe und macht jetzt da mehr Schaden mit Feuer und Eis. Von daher ist sie perfekt, so wie sie ist. Und der Stab ist auch ganz schön. Wo ich gerade den Part beginnen wollte, hab ich kurz offscreen bei den Händlern hier ein bisschen geguckt, damit ich aus Versehen hier drauf gekommen. Auf den Dialog. Ich mach das nochmal. Aber selbstverständlich. Da jucken mir die Finger. Wie schön alles glänzt. Wir können euch alles kaufen, was ihr möchtet. Ich bin nicht so dumm, etwas zu stehlen. Ich war nur gerade in Erinnerungen. Wenn man als Kastenlose in der Stadt des Staubs aufwächst, nimmt man eben, was auch immer man kriegen kann. Das entschuldigt aber nicht, dass ich eine Diebin und eine verlogene, dreckige Staubfresserin war. Lasst uns weitergehen, bevor die Versuchung zu groß wird. Meine Selbstbeherrschung hat ihre Grenzen. Oh, wie viel haben wir jetzt bei ihr? 63, ja. Klingt schon mal ganz gut. Statt noch was. Ja, sonst ist hier nichts weiter. Ich glaube, die Person da hinten, die uns da war, die Zwergin ist nicht mehr da, okay. Gut, dann hauen wir ab, hier ist sonst nichts weiter zu tun. Nö, hier ist sonst nichts weiter. Katze! Wir lassen die Katze in Ruhe. Wir hatten, glaube ich, noch irgendwas, was wir anders geben wollten. Und dann, ja, schauen wir, dass wir dann das Spiel hier so langsam, aber sicher zu Ende bringen. Weil aktuell ist nämlich ein Sale bei Origins, also bei der Plattform Origins von EA. Und dieser Sale geht noch bis zum 20. Juni, also zum aktuellen Monat bis zum 20.06. Und ja, die DLCs von Dragon Age Inquisition muss ich mir ja noch holen. Die sind dann jetzt gerade für 15 Euro zu haben. Also wir schauen, dass ich das jetzt hoffentlich heute, ansonsten in der nächsten Aufnahmesession, Dragon Age Awakening jetzt zu Ende bekomme. Und dann hier das andere schon mal installieren kann. Also ich würde dann schon mal Inquisition und sowas schon mal erstmal installieren. Anfangen mit dem Spiel werde ich aber erst später. Gut, gehen wir mal rein, geben den Mist ab, den wir noch haben. Und dann. Ja. Es soll sich auch nicht so lange ziehen. Ich habe über Aura nachgedacht. Die Sterbliche, die mit Christoph vermählt war. Ich kann nicht aufhören, sie um ihre Liebe zu beneiden. Aber Neid ist ein Gefühl der Dämonen. Ein Begehren nach etwas, das man nicht haben kann. Ich.
Es ist nichts Schlimmes daran, sich nach etwas Schönem zu sehen. Ich glaube, ich verstehe. Ihr existiert zwischen großer Dunkelheit und gewaltiger Schönheit. Das muss verstörend sein. Und doch wünsche ich mir, mehr zu sein. Es ist so erhellend. Ich danke euch, dass ihr mich in diese Welt gebracht habt. Ich danke euch, dass ihr bei mir geblieben seid. Was ich auch weiterhin tun werde, falls ihr es mir gestattet. Ihr habt euch als Freund erwiesen, Grauer Wächter. Das ist beispielhaft für alles Gute, was es in der Welt der Sterblichen gibt. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreichen werden. Ja, super. Plus 12. Wieso glitzert das hier so? Ach, das wäre dieser Golem. Okay. Hinten ist ein Drachenei. Nee, nee, nee. Mit euch rede ich gleich. Ja? Ist der Dunkelwolf hier vorne? Sieht so aus. Warte mal. Wir hatten noch die beiden Händler. Können wir noch irgendwas verbessern lassen bei ihr? Stopp nicht. Kann zwar selbst jetzt zum Schluss bessere Waffen kriegen und so, aber. Kann ich euch behilflich sein? Ja, guck mal hier. Ich will mal was verzaubern lassen. Meine Waffen, was war das jetzt? Die mit Kälteschaden. Hatte ich auch irgendwas mit Kälte? Bla. Kälte, bla. Hier unten. Hier. Gesundheit, Gesundheit. Kälteschaden plus 3. Okay, das ist alles von den Leuten. Ich weiß auch nicht, wen ich später am Ende mitnehmen will. Müssen wir mal schauen. Oh, Gwyn ist eigentlich ganz gut mit seinen Sachen. Aber nichts zu verbessern. Bei Venana würde ich gerne was verbessern, aber hier gehen ja keine Stäbe oder leichte Rüstungen. Ruhigkeit hier auch. So, machen wir erstmal meins. Kälteschaden. Achso, ich kann mehrere wählen, okay. Moment. Da habe ich jetzt den Kälteschaden auf, okay. Haben wir was mit Feuer? Uhuhu. Ja, dann haben wir nichts mit Feuer, nee. Feuerschaden. So, Gerechtigkeit. Wo können wir auch hier unten da? Was haben wir hier noch? Plus 3 Feuerschaden, 4 Schaden, 2. Boah, sollen wir hier raus? Zauberresistent. Hätten noch die Sachen von Seekron. Ich denke mal, ich nehme Orgon jetzt zum Schluss mit, ja. Ist schon so lange hier weg gewesen. Kriegt er wenigstens auf eine Waffe hier. Das Dorf. Mal gucken, Gerechtigkeit, Elektroschaden. Wechselt das hier? Sigrun. Machen wir eine brennende Axt. Wir machen hier eine brennende Axt, oder? Obwohl du Mart war ja so ein Drache, machen wir das hier. Auf das. Und Urgen kriegt bei seiner Raserei, können wir noch was machen, oder nicht? Ja. Urgens Raserei, machen wir hier das noch. Zack. Dann haben wir hier noch. Okay, da haben wir nichts mehr an Runen. Okay, das waren alle Runen, die wir hatten. So, dann würde ich jetzt hingehen, schauen, ob du noch was hast. Benötigt ihr etwas, Kommandant? Ja, schon mal gucken, was du hast. Hast du eventuell? Nein. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, welcher Händler das war.
Ich habe jetzt die drei bei Amarantin angeguckt, die hatten das nicht, diesen einen Deutsch, den habe ich jetzt nicht mehr gefunden in der Schnelle. Das wäre eigentlich ganz gar nicht mal so schlecht hier, das Ding. Orden des Speers. Komm, Leute, jetzt eh zum Ende hingeht. Dann plus zwei alle Attribute. Ne, was ich habe, ist glaube ich besser. Komm. Anders wollte ich das vergeben, ne? So, anders. Halt, da war er doch gerade da. 15% auf heilende Effekte, ja. Guck, das ist besser noch als deins. Boah. Und hat mir noch was nicht noch gehabt? Ach so, die wollte ich Nathaniel geben, aber ich glaube, Nathaniel nehmen wir auch später mit. Nathaniel, Ogwen und Velana können wir ja mitnehmen. Weil Velana eine gute Magierin ist. Anders ist auch nicht schlecht, aber egal. So, komm. Ich will jetzt hier nicht weiter lang rum zögern. Machen wir jetzt den. Leiten wir jetzt das Ende ein. Dunkle Wolf? Sonst der Dunkle Wolf, jeder Typ. Kann mir keiner sagen, dass er das nicht ist. Ja, das ist er doch, glaube ich. So. Kommandant, zahlreiche Lords haben sich eingefunden. Die Dunkle Brut hat Armeen aufgestellt. Und die Adligen wollen wissen, wie ihr sie beschützen werdet. Soll ich sie zusammenrufen? Oder benötigt ihr noch Zeit, um eine Strategie auszuarbeiten? Komm. Ab, ruft die Männer zusammen, wir ziehen in den Krieg. Ich werde unverzüglich Boten aussenden. Was ist jetzt los? Wir haben lange genug gewartet. Diejenigen, die zu spät. Lord Edelbrack, dies hier ist der Rat des Kommandanten der Grauen Wächter. Nicht der eure. Ich sorge mich einfach um die Dörfer in den Ebenen. Die Dunkle Brut schickt eine Armee in die Schlacht. Und jetzt, wo die Soldaten zur Wacht zurückkehren. Unsere Feinde haben ihr Versteck verlassen. Wir müssen sie aufspüren und zuschlagen. Das ist kein... Kommandant, Kommandant! Was ist, Mädchen? Eine Armee der Dunklen Brut ist in Sichtweite von Amaranthine. Der Erbauer beschütze uns. Sie greifen die Stadt an? Einige der Soldaten der Wacht sind noch dort. So schnell wird die Stadt nicht fallen. Unsere Truppen kommen nicht schnell genug vorwärts. Ein kleiner Trupp könnte es aber rechtzeitig schaffen. Aber das wäre Selbstmord. Wir müssen es versuchen. Jo. Ich gehe nach Amarantin, weil ich denke, hier wird die Wacht gut bewacht werden von meinen Leuten. Ich habe mir hier einen von meinen Leuten. So. Dann werde ich die Verteidiger der Stadt unterstützen. Ich werde. Oder alleine? Keine Ahnung. Ich werde gehen, aber wer verteidigt dann die Wacht? Ihr wollt eine Horde der dunklen Brut bekämpfen und in den fast sicheren Tod gehen? Ich hoffe, ihr denkt nicht mal im Traum daran, mich hier zurückzulassen. Wer soll euch begleiten, Kommandant? Okay, das ist jetzt dann, glaube ich, das Ende. Und ja, wie ich schon gesagt habe, es kommen ja mehr, sollen ja mehr kommen. Zunächst einmal. Wie lange? Okay, ja, ich habe gedacht. Velana, Nathaniel und Ogren. Ein
guter Freund Orkan. Das bin ich. Und wir haben es ja auch nur mit einer jämmerlichen Armee der dunklen Brut zu tun. Ich halte euch den Rücken frei. Wer soll außerdem noch mit euch gehen? Ja klar, nur alleine, genau. Nassania, das ist eure Chance, den Ruf eurer Familie reinzuwaschen. Zu Anfang dachte ich noch, ihr wärt einfach nur verrückt, mir den Beitritt zu eurem Orden anzubieten. Aber die Möglichkeit, sich reinzuwaschen, dafür könnte ein Mann mit einem Lächeln im Gesicht in den Tod gehen. Wer soll außerdem noch mit euch gehen? Und meine Lieblingsmagierin, die einzigste. Velana, es ist eure Chance, Rache für den Tod eurer Freunde zu nehmen. Wir werden die gesamte dunkle Brut niedermachen. Und ich werde erfahren, was sie meiner Schwester angetan haben. Dann ist die Entscheidung gefallen. Und sterbt mir ja nicht weg, Kommandant. Dafür ist die Legion zuständig. Sollte ich jemals Zweifel an euch gehabt haben, so sind sie nun ausgelöscht. Kämpft ehrenhaft. Und solltet ihr sterben, so tut es in Würde. Oh, ich darf nicht mit auf die Selbstmordmission. Das Leben kann ja so ungerecht sein. Aber viel Glück. Kopf hoch und so. Wir anderen werden hier die Stellung halten. Möge der Erbauer euch beschützen und leiten, Kommandant. Okay, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ach du Kacke. Geht's los. Partytime. Bitte, grauer Wächter, rettet meine Familie. Sie ist noch in der Stadt. Bitte beruhigt euch, ich muss mit dem Kommandanten der Wächter sprechen. Kommandant, ich bin dankbar, dass ihr hier seid. Aber ich befürchte, wir können nicht mehr viel tun. Was ist geschehen? Vor einigen Nächten sind Scharen grauenhafter Kreaturen aus der Tiefe in die Stadt geströmt. Sie haben Seuchen verbreitet und alles vernichtet, was sie berührt haben. Und bei Sonnenaufgang hat dann die restliche dunkle Brut angegriffen. Kommandant, es ist zu spät. Amaranthin ist verloren. Solange die Stadt noch steht, ist sie auch noch nicht verloren. Die Gebäude mögen noch stehen, aber es wird kaum noch Überlebende geben. Es ist schon zu viel Zeit vergangen, seit diese Kreaturen aufgetaucht sind. Ihre Verderbtheit ist äußerst ansteckend. Schon am ersten Tag ist ihr mindestens ein Stadtviertel zum Opfer gefallen. Marshall, einer der dunklen Brut nähert sich. Allein. Bogenschützen, schaltet ihn aus. Friede, nicht töten, nur reden. Der Architekt hat eine Nachricht für den grauen Wächter. Und wie lautet diese Nachricht? Die Armee der Mutter. Sie marschiert nach Vigils Wacht. Sie greift an. Jetzt. Der Architekt.
Architekt, er schickt mich, um euch zu warnen. Ihr müsst die Wacht retten und dann die Mutter in ihrem Versteck töten. Warum wurdet ihr geschickt, um uns zu warnen? Der Architekt wünscht sich das Vertrauen der Grauen Wächter. Er wünscht nicht, dass die Mutter Erfolg hat. Wenn wir sofort aufbrechen, könnten wir es rechtzeitig zur Wacht schaffen, um sie zu retten. Und was ist mit der dunklen Brut, die noch hier ist? Sie wird auch bald nach Vigils Wacht gehen. Die Mutter, sie will die Wacht vollständig zerstören. Die dunkle Brut könnte recht haben. Wenn wir jetzt einfach aufbrechen, haben wir diese Armee im Rücken. Der Marshall sagt, die Stadt sei verloren. Ich sage, wir sollten sie zerstören. Wir sollten sie und die gesamte dunkle Brut darin niederbrennen. Bist du bescheuert? Ich verbrenne dich gleich mal. Ich werde Amaranthine nicht aufgeben. Amaranthine ist bereits verloren, Kommandant. Wir dürfen nicht auch noch die Wacht verlieren. Sie nicht ihrem Schicksal überlassen? Ja, das sie auf jeden Fall. Die Wache sagt, sie kann vorerst alleine standhalten. Stimmt auch. Also würde ich eher sagen, nein, in der Stadt könnte es noch Überlebende geben. Ich werde sie nicht ihrem Schicksal überlassen. Kommandant, wir können hier nichts mehr tun. Amaranthine ist verloren. Die Wacht jedoch können wir noch retten. Ich bin nicht begierig auf den Anblick von Flammen, die in den Straßen wüten. Aber das könnte unsere einzige Chance sein. Was ist, wenn wir noch jemanden retten können? Irgendjemanden? Dafür wäre ein Wunder nötig. Aber ich folge eurer Führung, Kommandant. Ich beneide euch nicht darum, diese Entscheidung treffen zu müssen. Wie würdet ihr reagieren, wenn eure Familie noch in der Stadt wäre, wenn es um Felsin euer Kind ginge? Ich würde alles für sie aufs Spiel setzen. Die Wacht, die Wächter, alles. Verdammt sogar euch. Na dann los beim Stein. Wir müssen eine Stadt retten. Wir können es uns nicht leisten, die Wacht und die Grauen Wächter zu verlieren. Und selbst wenn hier noch Menschen sein sollten, sind sie ohnehin verloren. Wollt ihr wirklich noch mehr unschuldiges Blut an euren Händen haben? Nein. Ich verstehe. Dann lasst uns dafür beten, dass die Wacht alleine standhält. Nein. Nein. Wenn ihr bleibt, bekommt die Mutter das, was sie will. Was euch betrifft, kämpft für uns und ich werde mich gnädig zeigen. Ich werde gehen. Ich werde tun, was der graue Wächter wünscht. Gut. Widmen wir uns Amaranthine. Die dunkle Brut ist niemals so gut organisiert, wenn sie auf sich allein gestellt ist. Irgendetwas muss sie anführen. Wenn wir sie dieser Führung berauben, können wir uns auf die Suche nach Überlebenden machen. Viel Glück. Und möge der Erbauer über uns alle wachen. Ja. Kann ich wieder? Was jetzt? Ah, okay. Der Bote, der Jünger. Kommt mit. Haben wir jetzt alles gelootet? Hier fahren wir einen noch nicht, ja. Genauso wird es geschehen. So, Ogren, Schatzi, komm mal her. Ja, wir haben soweit da alles fertig. Ballern wir alles da rein. Das muss so eine fette Kampfmaschine werden. Oh, ja. Wow, was machen wir denn da? Ausdauer? Ein Bonus auf Ausdauer wäre eigentlich ganz gut bei ihm. Vitalität auch. Wir machen erstmal die Ausdauer. Im nächsten Level ab und das andere. So, Ogren. Ja, das sind jetzt so alles da voll. Dann machen wir hier vorne noch irgendwas.
Mal das hier fertig, komm. Zack, können wir das raus. Ich weiß nicht, wie gut das ist, keine Ahnung. Taktikfelder, Ogryn. Angriff auf Amarantin. Hauptmann Garavel ist davon überzeugt, dass sich bald die Dunkelbrut in der Stadt auflösen wird. Sobald ihre Kommandanten belegt sind, durchsuche die Stadt nach den Generälen der Dunkelbrut und versuche gleichzeitig möglichst viele Überlebende zu retten. Das will ich versuchen, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir zusammen mit dem Boten der Jünger, also einem von dem Team Architekt, die Stadt retten. Bis dann. Tschüss.